Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Nein, guten Morgen. Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Stream an diesem Freitagmorgen. Ja, mit No Place Like Home. Und der Müllentfernung, die Mission. Wie man sich da, ja, ausgesucht hat. Ne? Und ja. Der Sascha ist auch da. Kuckuck. Und ja, beim letzten Mal habe ich den Schrottplatz freigeräumt. Und wir haben den Schweinereimann kennengelernt. Und den Rudy haben wir kennengelernt. Wie ging das nochmal? Oh Gott. Hoffentlich, ja, okay. Hier geht's doch raus, ne? Ja, ich finde die Ladebildschirme finde ich süß. Ja. Das ist neu. Vorher, weil es gab zwischendurch ja einen was zum, also so ein Patch. Update-Dingsbums. Ja, es gab, glaube ich, ein, zwei ganz kleine. So ganz klitschekleine. Und ja, wir haben einen Hund, der hat uns Schrott irgendwie gedingst. Gib das mal her. Kasimir. Unsere Hühner, die haben nette Hütchen. Na, gib mir doch das Ei. Ja, ihr wollt alle Futter haben. Du möchtest gewaschen werden. Wenn ich dir... Genau. So, du. So. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal da drüben durch die Tür gehen. Weil da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Wie mache ich denn jetzt was? Okay. Quests. Gutes Hühnerauge. Okay, ich habe die Hühner mit einem Stall und Futter versorgt. Jetzt werde ich Cornelius höflich fragen, was er über meinen Opa weiß. Okay. Das weiß ich nicht, was das ist. Und das andere... Sie nannten ihn Schweini. Bau einen Schweinestall, okay. Freunde dich mit 5 Schweinen an. Und ich muss zu Marc. Also zu dem Putzi auf dem Markt. Ne? Marc, der Markt. Glaube ich zumindest, dass der Marc hieß. Und dann muss ich gucken, was ich für einen Schweinestall brauche. Und dann brauche ich Honig. Ich brauche einen Honig, also ein Bienenhaus, weil die Schweine essen gerne Honig. Zumindest. Ach, guck mal, hier. Hallo. Hallo, Eldora. Was kann dieser alte Mann heute für dich tun? Ich habe Harold geholfen. Er wird in Zukunft bei dir einkaufen. Das sind ja tolle Neuigkeiten, Kleine. Mir ist auch aufgefallen, dass die ganze Gegend dank deiner Arbeit viel besser aussieht. Endlich besteht wieder Anlass zur Hoffnung. Vielleicht war es doch so keine schlechte Idee, dass ich hier geblieben bin. Ja, du hättest ja auch gleich mit aufräumen können, du Depp. Was kannst du mir jetzt über meinen Opa sagen? Was ist mit der Farm geschehen? Ganz ehrlich, Eldora, heißen wir nicht eigentlich anders? Irgendwas anderes? Da bin ich mir auch nicht sicher. Vor einigen Tagen ist etwas Komisches passiert. Mitten in der Nacht gab es ein großes Getöse und plötzlich waren überall lästige Roboter und jede Menge Müll. Es war ja ohnehin schon alles verschmutzt und zugemüllt, aber bei weitem nicht so schlimm. Und es kam noch schlimmer. Alle Tiere verschwanden von der Farm. Einige landeten sogar in Käfigen. Am nächsten Morgen packte dein Opa alles zusammen und verschwand. Er murmelte etwas von einem letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er sagte nicht, wohin er gehen wollte. Ich habe keine Ahnung, was so wichtig war, dass er dafür die Farm und alle die Tiere im Stich ließ. Sag mal, du hörst ihm ja auch nicht zu, ne? Vielleicht hoffte er, dass du dich um sie kümmern würdest, solange er weg ist. Aber weißt du, eigentlich war er schon immer recht geheimnisvoll. Nördlich vom Dorf sind die abgeschiedenen Hügel. Wenn du deinen Opa finden willst, sollten sie dein nächstes Ziel sein. Halte unterwegs nach dem Architektenausschau. Er wird weitere Antworten für dich haben. Viel Glück.
Finde in der Anarchie. Ja! Ich habe keine. Okay. Finde den Architekten, er wird mehr Antworten haben. Viel Glück. Und jetzt lass mich in Ruhe. Und komm erst wieder, wenn du was kaufst. Ja, alles klar, Opa. Opa. Du hattest, glaube ich, nichts, was ich gebrauchen kann. Also, bis auf, dass ich das Upgrade haben will, um Enten und Spezialhühner zu haben. Ein super Recycler, ja, dafür brauche ich Erdbeeren. Aber die Erdbeeren sind noch nicht fertig, ne? So, voilà. Ich weiß auch nicht. Das sind die unterschiedlichen Steuervarianten. Ja, das ist irgendwie. So, ich denke mal, die Schweine werde ich dann hier irgendwo platzieren. Aber ich brauche erstmal einen Plan, was ich überhaupt. Was du brauchst vom. Und ich muss meine Pflanzen gießen. Das tun. Das ist, glaube ich, falsch. Ich muss hier hin. Kann ich überhaupt schon Schweine? Ach nee, ich muss mir ja erstmal den Plan. Oh, meine Fresse. Alles erledigt. Ja, vortreffliche Arbeit. Aber habt ihr schon das perfekte Kostüm für euer Lieblingshuhn gefunden? Was? Wie? Ein Kostüm für ein Huhn? Aber gewiss. Hühner sind von Kostümen genauso angetan wie Menschen. Ja, genau. Wir sind uns generell recht ähnlich, nur haben Hühner sich dafür entschieden, eine andere Rolle zu spielen. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber Kostüme werden in dem Buch nicht erwähnt, da fehlen einige Seiten. Und davon mal ganz abgesehen, wozu wollen Hühner sich ausstaffieren? Ne? Ja. Wozu? Natürlich für die Party! Eine Party? Ja, aber gewiss, wir leben es zu feiern. So kommen wir als Familie zusammen. Um eine Party zu veranstalten, müsst ihr eine Disco-Kugel für uns aufstellen. Bringt mir 3 saubere Glasscherben und ich stelle eine Disco-Kugel für. Erwähnt ihr schon, dass ich auch ein Meister der Nähkunst bin? Bringt mir 5 Stofffetzen und ich werde euch daraus ein Meisterwerk fertigen, das meines Clans würdig ist. Ihr könnt die nötigen Teile unter Müllhaufen in der Nähe finden. Alles klar. Ja. Habe ich nicht noch schon Stofffetzen gesammelt? Nein, ich will nicht schlafen gehen. Da, saubere Glasscherbe. Und 5 Stofffetzen. Ja, dann brauchst du noch 2 Scherben. Was? Wieso? 2? Weil der 3 Glasscherben haben wollte. Verdammt. Tatsächlich, Mann, ich will nicht. Partyvorbereitung. Warte mal, ich gebe dir mal die Stofffetzen, dann sind die schon mal weg. Ach nee, ich will ja die schon nehmen. Vamos! Ja, anscheinend will er doch keine 3 haben, ne? Dann lass mich beweisen, dass Sir Cornelius mit der Nadel genauso behende ist wie mit dem Schwert. Fertig ist das gute Stück. Probiert es bei einem Huhn mit edlem Antlitz aus, aber nicht bei mir. Ich bin viel zu bescheiden und habe bereits einen Hut. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr eurem Lieblingshuhn den Hut aufgesetzt habt. Wenn wir in einem Spiel wären, würde man dazu wohl die R-Taste betätigen. Ja. Okay. Also das heißt aber, die Glasscherbe kommt dann hinterher nochmal, wenn du. Wahrscheinlich. Ja, damit du eine Disco-Kugel bauen lassen kannst. So, du hast doch noch keinen Hut. Warte. Huhn. Wieso hast du keinen Tiernamen? Ich meine Tiername. Ich meine Namen. Oh. Harald? Nein.
Ja, und? Wir können Schaf Harald nennen. Okay. Wenn wir mal Schafe haben. Helga. Okay. So, und du kriegst diesen Hut. Da, guck mal, ist das nicht wund... Boah. Ja, sitzt. Was willst du denn immer? Keine Ahnung, was der will. Wuff. Wahrscheinlich. Und er kriegt keinen Ton raus. Ein Huhn wurde mit einer Kopfbedeckung versehen. Exzellent. Nun können wir uns dem letzten Teil dieses Puzzles widmen. Ich werde eine Disco-Kugel anfertigen. Dazu benötige ich 3 saubere Glasscherben, die ihr mir bitte beschafft. Und das bis morgen. Okay. Das heißt, ich werde die eine eintüten wieder. Ja. Bis ich dann genügend zusammen habe. Was habe ich denn hier? Hydraulikteile. Naja, kann ich ja mal drin lassen. Du wolltest gießen. Ja. Na, ich erinnere dich doch nur. Na komm, dann treff doch auch. Da muss ich unbedingt nochmal gucken, was wir jetzt für einen... Leer. Ah, und einen Brunnen will ich eigentlich auch haben, ne? Den ich mir dann näher ans Feld stellen kann. Mhm. Nein, nicht so. Sind auch schon Salatköpfe fertig. Ich glaube, irgendwo hier sind Erdbeeren. Das sind, glaube ich, Tomaten. Hier, das hier. Oder sind das nicht die? Nee, das sind... Das sind Tomaten. Ja, Tomaten. Nein, ich habe Kartoffeln gekriegt. Soll ich da mal welche anpflanzen? Ja, warum nicht? So. Kann ich nicht auf der Karte... Da ist... Warte, Karte. Ach so, das ist die Karte. Weltkarte? Okay, das ist ja wunderbar. Du wolltest jetzt wahrscheinlich zu Marc. Nicht zu Marc. Zu Marc war ich. Bei Marc war ich. Will zu dem anderen. Zu einem anderen Typen. Schweini. Zum Schweini, genau. Schweini, wir kommen. Warte, du willst erst ein Gebäude haben und dann sagst du mir, was du haben willst, genau. Wunderschön sauber hier, ne? Ja. Das. Mich einfach liegen lassen. Ach, da ist die Tür. Ich glaube, da hätte ich mich hinbeamen können, ne? Ja. Aber warum ist hier denn noch ein Müllberg? Der will nicht sein. Da steht auch noch einer. Oder kannst du den noch nicht, weil der irgendwie einen besseren... Was da drüben? Ja. Hier ist... Liegt auch noch ein Haufen Müll? Ja, ich habe mir halt nur den Weg das letzte Mal freigeräumt, damit ich überhaupt mit dem Menschen hier reden kann, Mann. Unglaublich. Und dann lässt du das Zeugs einfach so rumliegen. Ja, ja, ja. Auf die paar Tage kommt es jetzt auch noch drauf. So, ich werde das auf jeden Fall gleich noch entfernen. Hallo, was machen die Schweine? Gar nichts, ich habe keine. Ich habe den Hund gefunden, stimmt. Und habe ihm eine Hundehütte gebaut. Er wirkt richtig glücklich.
Sehr schön, vielen Dank. Wenn du willst, kannst du dich auch mit anderen Haustieren anfreunden. Es gab hier mal eine Katze und einen Waschbären, aber ich habe keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Sieh dich mal bei den gefrorenen Gipfeln oder in der staubigen Wüste um, wenn es dich dorthin verschlägt. Sobald du sie gefunden hast, kannst du ihnen eine ordentliche Behausung bauen, um sie von dir zu überzeugen. Okay. Sie sind prima Gefährten, die dir Geschenke und andere nützliche Dinge bringen. Danke, brauchst du sonst noch etwas? Danke, Ellen. Stimmt, wir heißen Ellen und nicht Eldora. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Ich habe nämlich ein weiteres Anliegen. Wir sollten auch einigen Wildtieren helfen, zum Beispiel den Füchsen. Sie sind wild, aber sehr wichtig für die Umwelt. Eine unbekannte Person hat Fallen aufgestellt, um die Füchse loszuwerden. Bitte finde alle Fallen hier in der Gegend und zerstöre sie, damit die Füchse sicher sind. Und wenn du ihren Bau reparierst, kannst du dich vielleicht sogar mit ihnen anfreunden. Wenn dir das mit 3 Füchsen gelingt, sollte das reichen, um das Gleichgewicht in dieser Gegend wiederherzustellen. Es gibt nämlich noch ein weiteres Urvieh, das derzeit keinen Platz zum Schlafen hat. Ich brauche Hilfe beim Wiederaufbau meines alten Hauses. Ah. Könntest du mir da zur Hand gehen? Nein. Wenn du die richtigen Materialien beschaffst, sollte es ein Klack sein. Aber ansonsten geht's dir noch gut. Guck mal, wir haben den ersten Teil ja schon fertig. Weil ich habe Könnte ja ich mir noch den mit, Bau ja. schon. Ich Müsste weiß sich nicht, nur noch was mit Füchsen. wollen die denn? Ja, das sagen die dir bestimmt. Erdbeeren. Oh Mann, ihr habt doch einen Arsch offen. Ich Erdbeeren. habe keine Erdbeeren. Ah, Erdbeeren. warte mal. Können wir uns nicht mit Hühnern anfreunden? Haben wir nicht? Genau. Mich irritiert das immer. Ja, da ploppt es halt immer auf, dass ich das Tierprofil oder was auch immer da aufrufen kann, um den halt. Ah, Ja, ich habe aber. aus dem Lass Werkzeugkasten mich oder? raten, dass der hier irgendwo unter dem ganzen Müll hier liegt. Die Möglichkeit besteht natürlich, ja. Oder ich muss mit ihm nochmal reden. Guck mal, da ist ein Schwein eingesperrt. Mal wieder. Hallo? Ah. Ja, ich weiß, du willst auch ein Zuhause haben. Ich muss jetzt erstmal alles hier. Und dann pflanze ich da gleich einen Baum hin, wenn ich eins. Ja, ich hatte. Oh! Hast du die nicht gesehen? Die stand die ganze Zeit Nein! schon da. Oh! Ich habe die nicht gesehen. Ich war beschäftigt mit Müll und Bäume pflanzen. Es kann ja noch heiter In Zukunft werden. werde ich dich ein bisschen darauf Da leuchtet hinwarnen. was. Was war das? Waren bestimmt irgendwelche Bauteile. Vielleicht waren das irgendwie Teile, die du brauchst für. Ah, klar. Was? Ich brauche eine bessere Schraubaufsatz für die nächste Schrottmission. Oh, schon wieder Hundefutter. Jemand. Hallo? Mal keine bösen Überraschungen. Ah, guck mal, hier ist ja noch eine Falle. Oder? Ja, Ja. das sieht aus wie eine Falle, ja. Aber kaputt. Geh weg. Nochmal so ein Hydraulikteil. Für den Wasserfilter wahrscheinlich, den ich hier einsetzen muss. Aber ich denke mal, wenn. Achso, ich muss ja erstmal mich mit Füchsen anfreunden, ne? Dann rentiert sich das mit dem nochmal zu reden, ne? Ja, dann erzählt er dir ja, was er noch braucht für seinen. Ah, da brauche ich eine Kiste. Gott, alles zugemüllt hier. Das waren doch nicht nur die Roboter, die hier plötzlich auf die Nee, Welt der war ja, muss ja vorher. Das hat ja einen Grund, warum die ganzen Leute die abgehauen sind. Erde verlassen Ups. haben.
So viel Müll, wir gehen dann mal. Ja. Darf sich jemand anderes drum kümmern. Und dann kommt Ellen und darf das natürlich alles wieder rückgängig machen. Wieder alles aufräumen. Ah. Guten Morgen, Puh. Oliver. Hoffe, dir geht's gut. War zu konzentriert auf den Müll, dass ich ja, das nicht in den Chat geguckt habe. Hoppala. Ich muss das Class-Upgrade bei Rudi abholen, ja. Rudi will mir aber zu viele Dinge dafür haben. Wahrscheinlich, was ich noch nicht hab. Ich weiß gar nicht, wo man überall anfangen soll, ne? Naja. So, Ja, weiß man wirklich nicht, was man als erstes noch dann. Es gibt so viel zu tun. Ganzen Müll will ich eigentlich am liebsten entfernen. Aber in der Zeit kann ich nicht mit Leuten reden. Ja, ne? Klarscherben, Disco-Kugel, eine Party. Alter. So, warte mal. So, hallo, was machen die Schweine? Gar nichts, ich habe noch keine Schweine. Ist es nicht langweilig, ganz alleine in diesem verlassenen Dorf zu leben? In dem Shop, oder? Ja. So, ich brauche einen Schweinestall. Oh, guck mal, ich kann meinen Plan lernen. Einen Plan lernen. Yay. Yeah, jetzt kann ich auch endlich. Hallo, was machst du? Nein, jetzt lass mich in Ruhe. Nichts mit meinen Schweinen. Lass mich. Ich brauche gerade nichts. Bis dann, Schweini. Ach, wir nennen ihn tatsächlich Schweini. Ja, oder er nennt sich vielleicht selbst Schweini. Er nennt sich selbst. Ich bin der Schweini. Ich bin der Schweini. Geh mal zu meinem Dorf. Willst du wirklich an diesen Ort reisen? Das Dorf? Ach, aber ich bin doch schon im Dorf. Nee, Bienenstock kann ich noch nicht. Ich konnte das bei ihm dann, glaube ich, lernen, ja, oder? Doch. Hallo, was machen die Schweine? Ja, gar nichts. Ich möchte gerne wissen. Ah, hier. Aubergine. Eine Aubergine. Die habe ich doch auch angepflanzt, ne? Kann sein. Muss nur warten, bis sie fertig sind. Stimmt, die wollen ja dann Honig haben, ne, die Schweine. Hast du vorhin erwähnt, ja? Ja. Okay. Ab nach Hause. Schweinestall bauen. Damit es mal hinstellen. Ja, wenn ich die ganzen Materialien habe. Warte mal, kann ich... Ich kann mich doch irgendwo hinbeamen? Kann ich mich nach Hause? Opas alte Farm, ja, dahin möchte ich. Eieiei. Okay. Der Plan. Ein Schweinestall. Ah, warte, Tiere. Guck mal, habe ich alles da? Kann ich sogar zwei, glaube ich, herstellen? Komm. Boah, ich Schweine. So. Wo stelle ich die Schweine hin? Hier hin? Ja, also. Das war dein Plan. Die neu. Hi. Wie konnte ich das rein mit? Oh Mann. Mausrad? Nee, das mit E. Ah. Du musst, glaube ich, ein bisschen weiter nach links, weil da diese. So, irgendwie. Ja. Weil da ist dieser Schlauch vom für die Tür. So. Gut, jetzt haben wir einen Schweinestall. Aber wir können uns noch keine Schweine holen, weil die, glaube ich, Honig wollen. Dann wollen. Honig haben, ne? Guck mal, ich könnte mir neue. Hast du ein paar Felder? Opa. Komm. Und noch eins, bitte. Yay! Und ich könnte Erdbeeren anpflanzen, wenn ich wollte. Da ist nichts drin.
Dann werde ich Erdbeeren anpflanzen. Ganz einfach. Dann gibt es noch mehr Erdbeeren. Weil ich brauche ja für die Füchse Erdgießen. Einfach nur gießen. Nichts zerstören. Eieiei. Und ich muss bei Rudi. Genau, wir gehen jetzt zu Rudi. Der ist doch hier gleich um die Ecke. Damit ich weiß, was er eigentlich haben will. Kann ich dir irgendwie helfen, El? Ja. Shop. Ich brauche das hier. Was? Milch? Nein. Ah, nein. Nein. Trüffel. Da brauchst du die Schweinefeder. Gummimüll. Dafür brauche ich Milch. Bärenpflücker, Handschuhe. Brauchst du Honig? Brauchst Honig, genau. Trüffel, also ich brauche Bienen. Rudi. Von der Zeit her, ich meine, gut, wir fallen ja jetzt nicht mehr um, ne? Wir können ja einfach bis in die Puppen spielen, ne? Oh Mann, ich sehe nichts. Weg da! Ja, weg, 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 weg. Da drüben ist auch jemand. Ah, okay. Dann brauche ich mit dem nicht jedes Mal dann zu reden, ne? Geht alles viel schneller. Wer will mich denn hier? Da will jemand dich bespucken, ne? Der da hinten, oder? Der hier in der Ecke. Ja, ja, genau. Ich hab's genau gesehen. Das sind auch, glaube ich, mehr. Ja. Yeah. Und dann weglaufen, du kleiner Feigling. Aua, wo kommst du denn jetzt her? Von hinten. Von weg, 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 weg. Das sind vielleicht, also diese Spookies. Nennen sie jetzt Spookies. Die sind echte Feiglinge, weißt? Kommt man denen zu nah? Nein! Ich lauf weg. Da ist schon wieder einer. Noch mehr. Ja. Saug hier das erstmal alles ein. Und dann werden wir mal... Ach guck mal, hier ist eine Glasscherbe. Sehr gut. Sag mal. Ellen, du musst das hier auch gescheit wegsaugen. So, dann mach ich mal den Koffer auf. Und ich habe eigentlich nicht genug Wasser. Kann ich mir durch die Wand vielleicht Wasser ziehen? Guck mal, da ist noch was ganz Tolles. Ach, die leuchten immer. Oh, Kürbis. Ich habe Kürbis gekriegt. Ja, das war mir klar. Nein, ich werde hier bestimmt sterben. Ja, ich habe kein Wasser mehr. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen. Warte, aber erst nehme ich mir noch... Ach so, da muss ich... Dann musst du außen rum. Ach, guck mal. Willst du? Ja, du kommst mit auf meinen Hof, genau. Und hier ist doch der Cornelius. Was machst denn du hier? Und irgendjemand will mich hier schon wieder... Mal, wenn ich wiederkomme und voll geladen bin, seid gegrüßt, Lady Ellen. Ich habe beschlossen, ein letztes Mal hierher zu kommen. Diese Farm ist wahrlich das Juwel des ganzen Dorfs geworden. Dafür möchte ich euch dieses Souvenir überreichen. Ihr habt Großes geleistet. Möchtet ihr jetzt einige Geschichten über diesen Ort hören oder rufen euch andere Pflichten? Okay, auf wie viele Seiten beschränkt sich das? Es ist immer gut, etwas Neues zu lernen, ja. Ihr fragt euch vielleicht, warum es hier warum es in dieser Gegend so viel fruchtbaren Boden gibt. Die Farm war einst eine
Grünanlage, die schließlich aufgegeben wurde. Sie war immer noch genug geschützt, um vor der gröbsten Verschmutzung bewahrt zu werden. Okay, dafür liegt hier aber trotzdem viel Müll, ne? Aber wenn ihr erlaubt, werde ich mich jetzt verabschieden. Meine eigene Quest wartet. Okay, alles klar. Er hat auch zu tun, wir haben zu tun. Ui, japanischer Ziereimer. Okay. Einfach gefüllter Kürbis. Oh, wunderbar. Gibt's auch einen zweifach gefüllten Kürbis? Ja. Das ist... Die Federn später werden ja auch noch ganz toll. Ach, das ist was die, man die, da die alles einsam... Genau. Soll ich? Nee, die Kiste stelle ich da woanders hin, ne? Warte, Moment. Konnte ich nicht hier um die Ecke? Bananenhut. Och Mann, ich will keinen Bananenhut mehr. Ja. Was? Da habe ich noch mehr Erdbeeren, noch mehr Kürbis, aber ich brauche Auberginen. Und Wasser. Und Wasser, genau. Aber das hole ich mir jetzt hier. Luft. Und dann lege ich mich, denke ich, schlafen. Naja, es ist 1 Uhr nachts. Die Zeit, die... Willst du schlafen gehen? Achso, wir haben schon den nächsten. Oh, ja, ist schon. Also es ist noch derselbe Tag. Aber du hast 6 Stunden geschlafen. Ja, ich merke es, dass es die Kisten da im Überfluss gibt. Hm? Warte mal, wir könnten uns... Ja, die wollen mir wieder Kartoffelsaat geben. Warte, nee, bevor ich... Ich habe eine Hühner... Ich habe... Ich... Hühnerkiste. Hühnerkiste? Deko. Oh je, wo stelle ich denn da... Okay. Geil. Hier, guck mal, Hühner. Gefällt euch das? Aber keine Disco-Kugel. Ja, die Disco-Kugel kommt ja dann auch irgendwann. Weiß nicht, hab ich jetzt. Also du nur hattest zwei eine habe ich mitbekommen, ja. So, wer wollte gewaschen werden? Du wolltest nix, du wolltest. Ah, du wolltest Futter haben. Hilda möchte futtern. Ach, guck mal, wir haben doch hier einen Neuzugang gekriegt. Huhn. So. Was haben wir denn? Wir haben Tomaten. Diese. Oh, wir haben was! Ich hatte. Ja. Hattest gehofft, es war dass es. Rot und ich dachte, yay, Erdbeeren. Ja, ich glaube, die brauchen noch einen Tag. Nein. Was brauchst du denn für den Brunnen, den du auch bauen wolltest? Dinge? Ja klar, dass man Dinge braucht. Muss ich mir da nicht erst die Anleitung holen? Ja, weiß ich nicht. Das ist... Landwirtschaft. Das war was anderes. Das sieht nach dem Brunnen aus. Bei ihm. Bei Schweini. Ich war doch bei Schweini. Ja, Aber, ach nee, Quatsch. Ich brauche. Das Wichtigste ist jetzt erstmal an die Bienen dran zu kommen, ne? Vergesst das immer, was ich dafür immer brauche. War das die Aubergine? Ne, die Aubergine
Für den Bohrer, ne? Die Erdbeeren, dann glaube ich, du brauchst die Erdbeeren für die Füchse. Und für... Oh Gott. Ich weiß nicht. Ich sag's ja, zu viel Aubergine für Honig. Okay, danke. Das heißt, ich müsste gucken, ob ich irgendwo Auberginensaat herkriege, ne? Ich krieg Äpfel. Auch sehr schön, ne? Hier sind keine Auberginen drin. Den packe ich mal da rein. Müssen wir wieder mehr recyceln, ne? Tomaten lasse ich mal da drin. Die Eier kommen mit. Bei Glasscherben. Ja. Habe ich nicht eine weggepackt? Eigentlich schon. Ja, ne? Dann wär's, das heißt, ich könnte eine Disco-Kugel bauen lassen. Ja. Oh Mann. Vielleicht kriegst du ja Auberginensaat. Nee, ich glaube nicht. Eher unwahrscheinlich, ne? Aber ich müsste, glaube ich, mehr im Dorf aufräumen und da kommt bestimmt sowas ja, zum Vorschein. Ja, das kann natürlich sein, ja. So. Ich habe alle benötigten Glasteile. Das erfordert einiges an Geschick, aber es sollte mir gelingen. Aha! Hier ist eure neue Disco-Kugel. Nun lasst uns etwas der Disco frönen. Stellt die Kugel in der Nähe der Hühner ab. Alles klar. Oh Mann. Am besten zwischen die zwei. Oh Gott, das ist ja geil. Nach der Party erkundige dich bei Cornelius, nach deinem Großvater. Cool. So, wenn das hier jetzt nicht Freude macht beim Eierlegen, ey. Ja, ich werde... Warte mal. Wenn ich die ja außerhalb von der Farm aufstellen kann, die Bäume, pflanzen meine ich, dann werde ich mir doch die Äpfel mal mitnehmen, trotzdem. Und dann gucken, dass ich die verteile. Ich habe ja, glaube ich, schon bei dem Markt welche verteilt, ne? So, das war's. Aber die Disco-Kugel ist kaputt gegangen. Was? Ja, habe ich denn das verpasst? Wahrscheinlich nach der Party. Die Party war so heftig, dass die Disco-Kugel sich zerlegt hat. Und ich weiß immer noch nicht, was mit der Farm passiert ist oder wo mein Opa steckt. Was für eine vortreffliche Party. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr mehr Partys veranstalten wollt, müsst ihr euren Hühnerstall verbessern. Aber das ist eine Geschichte für sich, für die später noch Zeit ist. Und da ich ein Huhn bin, das zu seinem Wort steht, habe ich hier etwas, das euch zu eurem Großvater führen wird. Ein Zeichen meiner Anerkennung. Zeigt es Mark, dem Ladenbesitzer, und er wird Antworten für euch haben. Würdet ihr mich jetzt entschuldigen, holde Dame? Die Pflicht ruft und ich muss auf Reisen gehen. Vielleicht werden wir uns irgendwo wieder begegnen. Danke für alles. Finde das Huhn... Ah, jetzt müssen wir gucken, ob wir den in jedem Gebiet dann... Ja. Dann finden und so. Ey. Das kann ja auch heiter werden. Aber die Disco-Kugel steht noch wie eine 1, ne? Ja. Ja, vielleicht war das irgendwie mal geplant, dass also die dann weg ist. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas. Ach, warte, das muss ich jetzt Cornelius zeigen. Cornelius. Mark, ne? Genau. Ey. Dum, 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 dum. Ui. Und dann geht's weiter mit der Party. Also sind die trotzdem im Prinzip immer am Party machen, die Hühner jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich. Ein paar Minuten Päuschen und dann geht's weiter. Ja. Hier, das hat mir eines der Hühner gegeben. Reicht das? Interessant. Ja, das tut's. Ich sehe schon, du verschwendest keine Zeit. Nee, wir sind richtig fleißig. Ich würde dir liebend gerne helfen, aber als dein Großvater fortging, verlor ich einen sehr wichtigen Kunden. Er war auch mein letzter Kunde. Und das ist ein Problem. Vor allem bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage.
gibt nicht so viele Leute, die einkaufen könnten. Ja, die müssen ja erstmal durch den Müll kommen. Ja, ja, eben. Oder ich meine, alle sind ja verschwunden und die, die jetzt noch hier rumstehen, ja, die haben ein Verkehrsproblem. Bei deiner Ankunft war ich gerade am Zusammenpacken. Ach ja. Als damals alle zum Mars aufbrachen, beschloss ich zunächst, meinen Laden nicht aufzugeben. Schließlich ist er mein Lebenswerk. Und was soll ein alter Händler wie ich auf dem Mars, wo einem alles vor die Tür geliefert wird? Tja, keine Ahnung, was man da macht. Da gäbe es keine Gelegenheit mehr, mit den Kunden zu reden und herauszufinden, was sie brauchen, ihnen bei der Auswahl zu helfen oder einfach nur ein Schwätzchen zu halten. Aber als dann alle weg waren, begann ich, meine Entscheidung zu bereuen. Was? Warum? Warum ist hier sonst niemand? Hast du dich mal hier umgeguckt? Die meisten meiner Kunden lebten im Dorf, aber nachdem die ganze Gegend ruiniert und verschmutzt wurde, sind sie weggezogen. Aber du kannst uns helfen. Du bist jung und hast einen super starken Saugfried. Genau. Dir wird es im Handumdrehen gelingen, unser Dorf wieder auf Vordermann zu bringen. Okay, was muss ich tun? Als erstes solltest du das Haus des Farmers Harold finden. Ja, das hab ich doch. Du kannst sicher von seinem Wissen profitieren und wer weiß, vielleicht wird er mein neuer Kunde. Dann müsste ich nicht wegziehen. Das sind so ein paar Quests dann so. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Ich habe eine praktische Liste für dich zusammengestellt. Wenn du dich um diese Probleme kümmerst, wäre das eine enorme Hilfe. Dann mal los, Mädchen. Du schaffst das schon. Und sobald du fertig bist, helfe ich dir bei der Suche nach deinem Großvater. Ja. Aber vorher geht das ja nicht. Bringe dem Ladenbesitzer Mark einen Beweis deiner... Das hast du ja eben. Genau. Harold verzweifelt gesucht. Die meisten Leute sind verschwunden. Da müssen wir restliche Erdlinge zusammenhalten. Deshalb helfe ich Mark, indem ich Harold helfe. Finde den Farmer Harold und sprich mit ihm. Ja, dann sprichst du halt mal mit ihm. Warte. Hier war sonst nichts, was ich jetzt unbedingt... Ja gut, Möhren habe ich noch nicht. Und Erdbeeren habe ich auch noch nicht. Konservierungsmaschine, ich habe schon eine, ne? Ja. Irgendwie. Ah ne, aber ich muss ihn kaufen, damit ich die. Nichts höre. Ja, weil ich glaube, du hast. Wir lernen den so Plan kannst einfach. Du dir welche bauen. Vorher die andere hast du, glaube ich, einfach so bekommen. Ja, jetzt ist das ja. Pfirsich. Noch ein Wunsch. Ich habe Äpfel. Mein Freund, Äpfel. Biet mir was für Äpfel an. Guck mal, Schwein. Das hast du noch nie gesehen, Apfelbäume, ne? Da. Noch mehr. Okay, da geht noch einer hin. So, ja, Honig. Ein ganzes Glas Honig. So, Harold? Denn ich auch hier irgendwo? Oh Mann. Harold! Wo bist du? Was leuchtet da? Das ist, da muss ich einen Filter anbringen. Ah, da musst du dann die, okay. Und da drüben kann ich noch... Ach so, von der anderen Seite. Okay. Ja, dann räum halt mal ein bisschen auf und dann... Oh, dann vielleicht gibt's dann, weil das ist nicht Harold, ne? Ja, das ist ja Schweini. Das ist ja Schweini. Kannst du trotzdem mal mit dem reden. Doch, Harold. Nee. Der sich nur Schweini nennt. Wum, 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 wum. Hab ich nicht. Hab ich Erdbeeren dabei? Nee, das waren Tomaten. Keine... Ich bin... Deine Erdbeeren waren noch nicht reif. So. Ach, ich lieb das. Wenn man das abbaut und dann alles einsaugen kann. Ist einfach wunderbar. Okay, dann rede ich mit dem
Typen nochmal. Hallo, was machen die Schweine? Händler Mark von der anderen Seite des Dorfs sagt Hallo. Ach, Mark? Ich würde ihn ja gerne besuchen, aber schau dich nur um. Ich habe gerade mal genug, um zu überleben. Ich kann es mir nicht leisten, in seinem Laden einzukaufen. Hier ist auch noch einiges zu erledigen, bevor ich überhaupt daran denken kann, das Haus zu verlassen. Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Jetzt, wo du es erwähnst? Ja, aber es ist mir ein wenig peinlich. Ein Freund hat mich gebeten, auf seinen Hund aufzupassen, während er weg ist. Aber mein Haus ist neulich eingestürzt und das hat den Hund derart verschreckt, dass er weggelaufen ist. Ich habe hier so viel zu tun, dass ich nicht einfach fortgehen kann. Was soll ich denn sagen? Ja. Wir müssen für diesen Wauzi ein besonderes Leckerli zubereiten, damit er sich wohlfühlt. Dazu brauchen wir 5 Kartoffeln, 5 Tomaten und 5 Dosen Hundefutter. Die Dosen sollten hier in der Gegend herumliegen. Ich achte darauf, dass sie noch brauchbar sind und bereite dann das Leckerli zu, sobald du mir alle anderen Zutaten gebracht hast. Yay. Aber okay, sonst hast du mit mir gar nichts, ne? Was machen die Schweine? Ich brauche mehr Hundeleckerlis. Ja, die muss ich mir ja selber... Ja, ja. Also, er macht die... So, Auberginen, genau. Ganz toll. Was kann ich hier? Upgrade für Schweinestall. Verbessert den Schweinestall, damit die Schweine automatisch gefüttert und gesäubert werden können. Ich darf dann... Ich muss dann die Schweine nicht mehr... Ah. Wunderschön. Okay. Ja, ich... Dann räum halt mal auf. Wir haben 9 Kartoffeln und 5 Tomaten. Aber wir hatten nur eine Dose gefunden, ne? Ich glaube, ja. Dann räumen wir halt mal ein bisschen auf. Freue mich schon, wenn wir Schweine haben. Sag mal, vom richtigen Winkel aus? Müsste das doch hier? Genau. Hier haben wir nix. Gut, dann gehe ich hier weiter. Hm? Folge ich brauche ja immer noch diesen Werkzeugkasten. Ja, der ist vielleicht hier irgendwo in der Kiste drin oder sowas. Oder dafür brauche ich was anderes. Gadi. Was? Ich glaube da. Nein, da wo die. Wo diese Ding. Ja, hier. Ach hier. Aber okay. Da brauche ich 2. Ah, du brauchst 2, ja dann. Ich habe erst eine. Warte, da ist ein Huhn. Ich nehme das mal mit. Wir kriegen ja nochmal Kartoffeln. Ja. Ja, weil die Hühner ja dann auch Futter brauchen zwischendurch. Ja. Nur weil der Schweinestall abgegradet wird, denken sich die Hühner, oh, der Schweinestall sieht so schön aus, jetzt brauchen wir auch kein Futter mehr. Ja, ja, genau. Oh, da drüben habe ich schon wieder was ganz Tolles entdeckt. Jetzt lauf doch nicht weg, Kleiner. Für euch habe ich auch noch nicht das Gebäude gebaut, ne? Für die lieben Mini-Roboter, was ist das? Dann Dings. Ja, oder irgendwie sowas. Also hier kommt ein Baum rein. So. Guck mal, hier ist was ganz Tolles. Oh, Blumenskulptur. Und einfacher Salat kann ich jetzt machen.
das ja auch noch kaputt. Wo kann ich das hier kaputt machen? Aus. Oh, zwei. Zwei Riesenspinnen. Und da sind auch die zwei Kisten, die du da vorne brauchst. Hallo, ja. Du bist gemeint, genau. So, ein bisschen duschen. Ja, war wunderbar, ne? Ein tolles Gefühl. Ja, du. Oh, bitte. Ich lieb das. Die lieben das Wasser weniger, aber. Ja. So. Nehme ich mir gleich wieder Nachschub. Ich bin froh, wenn ich mir diesen Tank dann auch verbessern kann irgendwann. Damit du mehr Wasser mit dir rumschleppen kannst, ja. Lauter Schweine. Aber immer noch kein Honig. Hat das mich angegrunzt? Besteht. Kann doch auch nichts dafür, dass ich noch keine Auberginen gefunden habe. Aber ich arbeite. Da ist ja noch eine Kiste. Jetzt habe ich Kisten genug. Ne? Und noch ein Teil. Für den Filter. Ah, guck mal, noch ein Käuferchen. Äpfel, weißt? Apfelsaat, die krieg ich. Ja, das denke ich. Ja, dass es davon auf jeden Fall genügend gibt, von den Kisten. Ja, allein sind ja schon gefühlte 100 gewesen. Aber ich finde es immer spannend, dann neue Rezepte dann zu kriegen. Mhm. Weiß nicht. Oh ja, jetzt kann ich das machen, wenn ich. Warte, scheiße. Die Zutaten hätte, ne? Wenn doch bestimmt Roboter spinnen rum. Ja, natürlich. Stimmt. Roboter Höhlen spinnen. Und da hinten war auch ein Koffer, ne? Ja. Sofort aufwachen. Komm, gib das her. Oh mein Gott. Ja, genau. Ja, guck mal. Wasser tut gut. Ein von Elektrogeräten. Da. Wir haben ja schon wieder 20 Uhr. Batsch. Ja. Na egal, wir machen durch. Oh Gott. Da sind wieder. Ja, hallo. Und da sind auch wieder nette. Aufpassen. So, und du, mein Freund, kriegst jetzt auch deine Ladung. Ich habe ja schon deinem Kumpel in einem anderen Gebiet, habe ich schon gesagt, wenn ich mal wieder Wasser habe, dann geht's rund. So, ist hier in der Ecke vielleicht auch noch was versteckt? So.
keine Maschinensaat. Aber Kürbis. Könnte aber auch sein, dass ich mal Auberginen angepflanzt habe. Oh. Welche? Ich weiß nicht, habe ich mich nicht mal gefreut irgendwie? Beim letzten Mal? Damals? Damals. Alles wegsaugen. Oh Mann. Dafür kann ich aber auch wieder neue Felder anbauen, ne? Weil ich mir halt neue Teile dafür eingesaugt habe. Da ist wieder ein Koffer. Was passt du denn für mich parat? Gar nichts. Nur halt so ein bisschen Material. So. Ich denke mal, hier wird dann auch keine Aubergine drin sein. Hey, wäre eher unwahrscheinlich gewesen. Hm. Da hinten ist noch eine Tür, aber die kriegst du so rum nicht auf wahrscheinlich, oder? Ach, du meinst... Oder das sieht so aus, als wäre das eine Tür, oder? Die kriegt man... Wahrscheinlich von der anderen Seite. Also. Ja, wahrscheinlich. Wenn es überhaupt eine Tür ist oder ob das nicht einfach... So eine Schiebetür. Ei. Das war doch toll, oder? Ja, ist doch gut. Fuchs, du weißt nicht, wo die Auberginen sind, ne? Das nächste Gebiet schon weiter, oder? Nee, das glaube ich nicht, das nächste. Oder? Aha, doch. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach, guck mal, hier gibt es ein Knöpfchen. Soll ich das drücken? Ah, da ist jetzt der Zaun weg. Welcher? Ja, da unten war ein Zaun. Aha, damit ich da jetzt auch an die Kiste dran komme. Also wirklich, also Kisten haben die richtig schön, waren sie echt nicht sparsam, ne? Also waren sie großzügig, meine ich so. War vielleicht in der Beta vielleicht ein bisschen wenig oder zu weit auseinander verteilt, dass du immer wenn du welche gefunden hast, Ewigkeiten wieder zurück hast laufen müssen. Vielleicht gibt's hier Auberginen, ne? Gib mir Saat! Oh, das ist was anderes. Hafer! Das ist auch ganz nett, aber... Eine Aubergine. Aber hier könnte ich noch einen Baum anpflanzen. Perfekt. Ja, warum nicht? Da eigentlich auch irgendwie so Achievements, also so pflanze alle Bäume. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Also ich weiß, dass es später irgendwann Achievements geben soll, ne, auf Steam. Ah, okay, also weißt du? Nur so Steam Achievements. Ja gut, okay, ja, das würde ja reichen. Also, meistens sind ja, wenn man Bäume anpflanzt, sind die ja schon in irgendeiner Quest dann mit drin, weißt du, dass man die ganzen kranken Bäume da, also die vermüllten Bäume, genau. Wen haben wir denn da? Ist aber noch jemand. Da ist noch so eine Spuckspinne unterwegs. Warum dopst der Gummiball da hinten? Weil er aus Gummi ist. Ja, aber warum dopst er? Keine Ahnung, weil er mich verwirren will, weil er dich verwirren will. Sag mal hier. Überraschungseffekt läuft hier nicht. Also nicht immer.
Da ist auch noch jemand. Ja, da hinter dem Hügel. Brauchst du nicht für irgendwas Gummiteile? Keine Ahnung, was ich mit denen machen kann. Ach, guck mal. Es ist... Ach, da! Da ist er. Aber die Spinne ist mir jetzt gefolgt, ne? Mann, das ist aber eine schlaue Spinne. Jetzt hüpf doch nicht so weit weg. Ich mag dir ein bisschen Massageübungen beibringen. Bis zum Abwinken. So, mein Freund. Hallo, na? Ja, auch wieder hier. Ja, das gefällt dir nicht, ne? Koffer? Ja, das hat hier nichts zu bedeuten. Achso, dass die Koffer unterschiedlich. Oh, Wagen mit Rosen. Wo soll ich mir das denn alles hinstellen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, klar, wahrscheinlich kann man damit auch die Umgebung wahrscheinlich dekorieren, ne? Ist ja schon wieder einer. Steh da überhaupt nicht drauf. Kann ich ja gar nicht verstehen. Aber der steht da auch nicht drauf. Schon. Das sind noch mehr, ja. Oh Gott. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Oh Mann, Leute. Autsch. Das ist nicht gut. Dann nicht lieber Rückzug machen. Rückzug und gucken, ob du Wasser sammeln kannst irgendwo. Mich wundert es, dass es hier immer Wasser kaum aus der Wand. Aber ich könnte hier oben vielleicht den Baum hier mal neu. Kommst du so oben nicht dran, hä? Ach so. Wie komme ich denn? Da hinten. Ah, okay, noch eine Spinne. Oh Gott, es gibt wieder ein größeres Werk. Naja, das ist ein Gebiet voll mit Müll. Ich glaube, ich werde mich mal. Karte? Weltkarte? Opas alte Farm, genau. Da will ich mich hinbeamen. Oh Mann. Na, wenn ich nicht die richtige Taste drücke, dann kann ich mich kurz hinlegen. Am nächsten Tag aufwachen. Yay! Also mal gucken, vielleicht sind ja jetzt Erdbeeren. Kannst du das mit den Füchsen machen? Mit den Füchsen machen, ne? Oh, das sieht gut aus. Oh, Auberginen! Ich hab doch Auberginen! Viele, viele Auberginen! Ah, gib her! Gib her! Auf sie alle! Erdbeeren, das auch. Ah, ich wusste doch irgendwie. Mein Gott. Mein Inventar ist voll. Egal. Mach weiter. Oh, wie schön ist das denn bitte? Na gut, du kannst ja jetzt ein paar Sachen einlagern noch. Ja, ich glaube, in Zukunft muss ich das irgendwie auch machen mit System. Ja, damit ist nicht so immer. Na, du hast halt bisher immer dann, wenn irgendwo was frei war, irgendwas Frisches eingesetzt ja, oder so. Ja. So. Ich brauche immer noch zwei Dosen, glaube ich. Irgendwie, glaube ich, waren es. Drei Dosen, glaube ich, brauchst du insgesamt. Ich brauche das hier da unten. Nein. Nein. Ja. Ach so, mein Inventar ist voll. War das jetzt die letzte Platte oder was? Der ist gut. Ich mache ja jetzt einfach alles voll. Ne? Jo. Aber trotzdem gucken. Hier hat es ja so halbwegs funktioniert, hier so ein bisschen Salat, ne?
Und dann bei manchen Sachen halt eben nicht, ne? So. Genau. Jetzt habe ich 24. Alter, ich habe Gänseblümchen. Kürbis habe ich, glaube ich, noch gar nicht angepflanzt, ne? Ja, dann pflanz doch mal den Kürbis. Und Hafersaatgut habe ich. Das heißt, gucke, dass ich mir hier jetzt Hafer anbaue, ne? Und nur Hafer. Weiß nicht, ob ich diese Lücken, weil hier das hier ist ja schon fertig. Ah ja, diese Kartoffeln, ne, ist auch der Wahnsinn. Ja. So. Zumindest habe ich jetzt mal ein bisschen. Ach, ich habe ja gar kein Wasser. Ohne Wasser. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, dass ich doch warte, bis der Rest jetzt. Auch ja, fertig immer wenn ist. Sozusagen ganze Reihen fertig, so leer sind, dann kannst du da wieder frisch sozusagen in die Reihe was setzen. Ja. So. Hier ist Hafer. Und dann warte ich bis. Rest kannst du ja trotzdem. Ja, der. Gießen. Zumindest das, was noch nicht fertig ist. Den Salat muss ich ja noch abernten. Mache ich auch gleich. Ist das? Gänseblümchen waren das wahrscheinlich, ne? Könnten auch nochmal Erdbeeren sein. Das hier? Ja. Diese weißen Blütchen, ne? Ja. So, jetzt hole ich mir erstmal den Salat, damit der hier auch mal vom. Ja, ich weiß, dass dein Inventar voll ist, aber abernten kann man ihn trotzdem. So, was brauche ich denn nicht alles im Inventar? Eier? Eier kannst du vielleicht ein. Oder vielleicht mal ein paar. Die Apfelsaat. Das behalte ich mal. Das kommt hier rein. Ach, ich. Wenn ich dann Platz habe zum Dingsen, kann ich die ja immer noch rausholen. Ah. So. Okay. Gegossen ist. Dann sammle ich jetzt noch den Salat ein, der Rest wartet jetzt erstmal, bis Platz ist. Kannst du dir den Hühner, den Schweinestall. Nein. Die Bienen. Für Honig. Okay. Okay, dann warte ich noch mit der Blumensaat. Ich meine, die Gänseblümchen waren für mich sowieso neu. Das ist ich hätte mich auch da wieder hinbeamen können, ne? Wieso Zeit sparen? Kann ich mit ihm reden? Soll ich mit ihm reden? Noch nicht, erst wenn du mit. Ja, mit. Ne? So, jetzt hole ich mir erstmal den Bienenstock. Damit ich dann auch zeitnah meine Schweinchen mal adoptieren kann. Na, Tür. Obidobidobidu. Ich bin da. Ah, warte, soll ich vielleicht vorher. Willst du vorher die Füchse machen? So? Hier geholfen. Ja. Da war noch einer. Noch ein Tier geholfen. Und noch einen dritten, ne? Ja, ich glaube, da hinten war noch mal ein. Ui. Oder sogar mehr, also. Ich glaube, es war noch. Da hinten. Da läuft da sitzt noch einer. Ich glaube, noch ganz hinten. Ja. So, da habe ich jetzt meine. Den Fuchsbau. Genau. Ah, er heißt tatsächlich Harold, ne? Ja. Ich sehe jetzt den anderen Fuchs, der da hinten steht. Ach so. Ja gut, das könnte ich natürlich auch machen. Jetzt, wo ich dann schon mal hier bin. Ja, wenn du jetzt sowieso zurücklaufst. Hallo, willst. Nicht weglaufen. Ich habe eine Erdbeere. Ach, guck mal, da drüben ist auch nochmal. Was? Ja. Ach, der Füchse. Aber halt auf der anderen Seite, da muss ich sowieso zurück. War ja jetzt auch.
glaube, dass da einer war oder ist. So. Ja, was machen die Schweine? Warte, ich will jetzt erstmal. Hier, gib mir den. Wie ein Stock. So. Ah, Trüffel. Ah, brauchen wir Trüffel, genau. Verbessere den Bienenstock zu einem super Bienenstock. Kriegst du wahrscheinlich mehr. Das gab's vorher auch noch nicht, ne? Mit der Erweiterung. Weiß es nicht. Gab nur den Bienenstock, glaube ich. Finde ich cool. So. Ich habe mich um die Füchse gekümmert und so. Danke, Ellen, aber ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht klar denken. Denn jetzt war schon wieder passiert. Napoleon ist seit der Schlacht verschollen. Wir müssen ihn finden. Keine Sorge, ich werde ihn schon ausfindig machen. Sag einfach Liberté. Liberté. Damit er weiß, dass du zu mir gehörst. Jetzt müssen wir auch noch sein Schwein retten. Ein Napoleon-Schwein. Mehr hast du mir jetzt hier nicht zu bieten. Ich denke, wenn du auch die Hunde. Ja, wahrscheinlich. Die Dosen findest noch. Okay. Nee, das. Normal. Den Bienenstock zwischen die Bäume da stellen. Erstmal muss ich ihn bauen. Ja, ich habe das Spiel schon irgendwie gespielt, wo es nur auf Englisch irgendwie gewesen ist und ja, noch Early Access. Early Access, ja. Und da gab es irgendwie mit dem Bienenstock. Ich bin mir auch, ich glaube, das unterste, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hatte ich nur die Bienenstöcke dann im Prinzip. Deswegen, ich finde das toll, dass es so viele Upgrades jetzt möglich sind, wo du deine Sachen noch. Ja, machen wir da direkt 4. 5, 6. Hast ja genug Material. Mein Inventar ist voll, ja, ich weiß. Ja, die hatten wir ja noch so viele Pläne mit dem Spiel hier. Angeln irgendwie, meine ich gelesen zu haben, soll möglich sein. Also ich bin echt mal gespannt. Aber ich finde das Spiel an sich, finde ich richtig cool. Ich stell die einfach hier so. Ja. Da stelle ich 3 hin. Wenn das geht. Sieht super aus. Ne? Ja. Ja, nee, sieht eigentlich nicht gut aus. Willst du die anderen den anderen. Warte mal. So sieht das irgendwie besser aus, ne? Soll ich die dann nochmal. Ändern so ein bisschen schöner machen, ne? Ja, muss alles so seine Ordnung haben, in Anführungszeichen. Nur weil er jetzt so eine. Das halt ein bisschen raus. Ja, das macht doch nichts. Soll ich dann vielleicht auf der anderen Seite jetzt nochmal 3 machen? Weißt du, dass ich auf. Aber da ist ein Gulli, ne? Oder eine Reihe vorher, ne? So. Genau. Und vorne liegt noch einer, ne? Ja. Oder 2 sogar. Ich habe doch 6 Stück nur gemacht. So. Und jetzt habe ich 6 Stück da stehen. Genau. Da. Wir brauchen ja gescheit viel Honig. So. Genau.
produziert Honig. Willkommen auf meinem Hof, fühlt euch wohl und tut, was ihr... was ihr nicht lassen könnt? Ich finde das auch mit dem Teleportieren, finde ich voll cool. Dass man jetzt sich von Tür zu Tür irgendwie beamen kann. Auch wenn ich das zwischendurch gar nicht mache. Warte, ich wollte jetzt gucken. Was wir eigentlich hier jetzt so... Ach so, das ist die Reise von Cornelius. Dann... Zerstöre 15 Giftbäume. Guck da! Ah ja. Da habe ich jetzt erst 8. Sammel 5 Hydraulikteile, um einen Filter herzustellen. Okay. Ja, also gesammelt habe ich jetzt schon, ne? Habe ich ja schon 7. Ja, hast schon 7, ja. Und jetzt kann ich einfach... Marc! Der sagt aber auch nichts. Ja, ne? Ah, okay. Gut zu wissen, dass nicht jede Tür dann auch... Also gut, aber meistens reicht es ja dann schon, wenn du in dem Gebiet bist, weil du nicht durch 3 andere Gebiete durch musst, bis du dort bist. Da ist der halbe Tag schon rum. Und das finde ich auch gut, dass man dann nicht mehr umkippt, ne? Man kann einfach die Nacht durchmachen, ne? So. Guck mal, ich habe Hydraulikteile für dich. Gute Arbeit, Eleonora. Dafür, dass du sie aus dem Müll geholt hast, sind sie von erstaunlicher Qualität. Hier ist dein Filter. Du weißt, was damit zu tun ist. Ja, ich weiß es. Ich werde ihn benutzen. Sehr schön. War da noch eine Quest? Irgendwie hat er noch irgendwie was? Opa meinte, dass du mir mehr darüber sagen kannst, wie ich mich in seiner Abwesenheit um die Farm kümmern soll. Ja, ich könnte mal... Danach kannst du dich natürlich auch um die Lamas kümmern. Ich wette, dass dir beim Aufräumen auch einige fiese Roboter begegnet sind. Ja? Aus? Sie werden von Batterien angetrieben. Sammel Batterien und verfüttere sie an die Lamas. Im Gegenzug sorgen sie dafür, dass deine Farm frei von weiterem Müll und Robotern bleibt. Außerdem helfen sie dir beim Sammeln von Materialien. Was? Und Robotern? Die würden auf meine Farm kommen? Unter Umständen, ja. Oh nein. Okay, ich brauche noch einen Lama. Ja, dann musst du noch einen Lama finden. So, jetzt mache ich erst den Filter. Ja, das stimmt mit der Gesundheit. Da muss ich halt schlafen gehen. Das ist halt der Nachteil. Dafür gibt es dann irgendwie Gerichte, die dich dann wieder aufpäppeln. Ja, dann musst du halt kochen, genau. Muss halt dann gut frühstücken. Ei. Ja, vor allen Dingen Lunchpakete auch mit dabei haben, ne? Mhm. So, ich glaube, den kann ich hier anbringen. So. Tschatsching. Ui, reinige das Wasser. Oh, wunderschön. Ah, dann ist dieses komische Gedampfe weg. Wunderschön. Also gefallen tut mir das Spiel richtig gut, ne? Ja. Gut. Da rannt ja noch ein Fuchs rum, den kannst du ja noch... Hallo, hier ist eine Erdbeere. Ach, die könnte ich auch benennen, ne? Glaube ich. Ja. Ach, guck mal, hier ist ein Koffer. Und sagt kein Wort. So. Wolltest du jetzt ins nächste Gebiet und gucken, ob du noch Dosenfutter findest? Ach du mal, ich muss ja auf die andere Seite, ne? Da aufräumen. Ja. Da komme ich ja noch nicht durch. Ich muss auch einen anderen Bohrer noch haben. Ja, ja, das. Ich meinte da, wo du vorhin warst und dann aber kein Wasser mehr hattest. Ja. Er wollte. Was wollte er denn? Er wollte in erster Linie mal Dosenfutter für den Hundedings. Ja, ich meine auch den Rodi, der... Und Napoleon finden und der... Achso, ja, Napoleon. Ich glaube, brauchte der auch Honig? Ja, der brauchte Honig. Trüffel. Trüffel. Ja, weiter. Oh, ich sag das. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du dann Schweine hast... Ja, die machen, die holen mir Trüffel. Die geben mir Trüffel.
wenn ich dir auch dann fütter, ne? Ja. Dann geben die mir auch Geschenke. Deswegen sollte ich mal den Lamas auch vielleicht mal so die ein oder Batterie mal zwischendurch geben. Ich bin so oft hier unterwegs, Mann. Keine Zeit, ne? Müsstest du sozusagen dir immer ein oder zwei Tage in der Woche raussuchen, wo du dich nur um deine Farm kümmerst und dein Tierchen und so. Na guck mal, hier kann ich noch einen Baum hinbringen. Hinpflanzen. Hat mich schon wieder einer entdeckt. So, jetzt muss ich erstmal. Denn wie viel sind denn? Ach so. Alle. Ja, komm mal her. Wir können das auch so im Wechsel immer machen, ne? Wasser sparen. Ah, Schaden habe ich. Ach so, ja, stimmt ja. Ich habe ja Schaden gekriegt, weil ich einmal von dieser Säure getroffen worden bin, ne? So nicht, mein Freund. Sag mal. Das müssen Jahrhunderte sein. Jetzt wartet doch mal ab, bis ich den Weg freigeräumt habe. Ihr seid nervig. So, du. Boah, das tut weh. Sag mal. Alter, es reicht mir jetzt langsam mit euch hier. Ja, ne. Oh, scheiße. Ja, ja, okay. Ganz klar, ganz klar. Also für die anderen Roboter auch noch was übrig. So. Da war noch eine. Oh, scheiße. Wie geht man das denn an, Mann? Guck mal, hier ist noch ein Koffer. Kann ja alles abdingsen und die kriegt das nicht mit. Jetzt spring doch nicht so weit. Ich kann doch auch nicht so weit hüpfen. Da. Ach, noch ein Koffer. Da. Froschhut. Ein Froschhut? Alter, ich stehe nicht da drauf. So, jetzt muss ich mich aber auch noch um andere Dinge kümmern, ne? Ich versuche immer irgendwie auszuweichen, weißt du, indem ich zur Seite hüpfe, aber das geht ja nicht. Ja. Jetzt bleib doch mal stehen, damit ich dir auch eine runterhauen kann, Mann. So, irgendjemand ist hier doch noch gewesen, oder? Ich glaube, das waren die jetzt. Ich glaube das zwar noch nicht so ganz. Nein. Richtig, das. Aber wo? Vielleicht in einem von diesen. Ah, nee. Achso, nee, das sieht noch. Sah so aus, dieses Metallteil. Ich werde ihn finden. Und dann ist er fällig. Kann auch nicht weit sein, oder? Ja. Tja, das ist ganz normal bei den Robotern.
Ja. Ah, guck mal, hier ist noch ein Höhleneingang. Ja. Da ist noch was. Ach, das ist aber, glaube ich, nur ein Büffelbord, oder? Ja, ja. Dann müsste ich auch mal gucken, was ich für das Gebäude brauche. Weil ich nicht alles nachgucken will. Machen die dann Milch? Nein. Machen die denn dann? Die geben mir auch Schrott. Milch gibt's von Kühen. Das solltest du eigentlich an sich schon wissen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind es. Also die machen aus Hafer, machen die Hafermilch. So, hier brauche ich auch was Besseres. Ja. Ich kann auch kein Gummi Gott zerkleinern. Da sind Auberginen gewesen, guck mal. Ah. Dein Inventar. Ach, mein Inventar war voll. Yay. Ich muss mal mehr recyceln wieder, ne? Hm. Aber jetzt könnte ich mal durch die Tür gehen. Ich lasse das jetzt hier einfach mal liegen. So, dann kann ich hier noch einen Baum anpflanzen. Ach, das ist das Gebiet. So komme ich hier also hin. Aha, alles klar. Okay. Oh Gott. Ich wollte so Opas alte Farm, genau. Ja, Müll umwandeln, es wird mal Zeit. Ich weiß auch nicht. Ui. Da könnte ich konservieren, also vor allen Dingen auch Fertiggerichte würden sich da eher anbieten, ne? So, jetzt gucke ich mal nach dem Gebäude für die Roboter, ne? Das hier mit dabei? Nee, ne? Tiere. Müsste das sein, ne? Oder? Da. Für deine kleinen Roboterfreunde. Kriege ich auch bei ihm. Ja. Also. Ich muss mich auch genauer umgucken, Mann. Ja, vielleicht kriegst du das auch als Quest-Reward dann irgendwie für Napoleon oder sowas. Ja. Oder einfach so halt. Guck mal, Kartoffeln sind fertig. Ah. Sehr schön, dann ist das Feld auch schon mal frei. Kannst du da Kürbisse hinstellen? Ach, guck mal, die Erdbeeren sind auch durch. Fehlt jetzt nur noch das, was hier. Das Zeugs, ja. Ohne Wasser? Ja, geht halt nicht. Sag mal. Und dann fangen wir hier neu an mit Anpflanzen, ne? So. Habe ich noch was von denen? Nö. Ich glaube, die restlichen hast du wieder eingelagert. So, ich wollte jetzt mal... Wolltest du den Hafer nicht? Doch, später. Habe ich das nicht dabei? Ich habe keine... Kein Futter dabei. Dafür kriegst du aber einen Froschhut auf. So, und dann gehe ich jetzt gleich zu den Lamas, die da umdingsen. So, ihr wollt auch alle beide Futter haben, oder? Ja, ja. Ja. Ei. Guck mal, hier ist noch ein Huhn. Was? Wollt ihr nix? Habe ich keine Batterien? Doch, ich müsste eigentlich Batterien dabei haben. Ja, Batterien hast du.
Den fehlt noch ein Lama. Ah, das ist noch das letzte Lama, was dann... Kann das sein, dass das hier drüben ist, in dem Bereich? Kann ich, ja, das kann natürlich sein, den ja. Ich auch einfach... Warte, mein Inventar ist voll. Ich kann nicht... Kannst nicht einfach so da rumrennen. Und dann kann ich auch gleich Hafer gießen. So, dann gib mir das mal her. Dann werden wir hier gleich das nächste recyceln. So, das kommt jetzt erstmal alles hier rein, die Saat, ne? Ja. Dann müsste ich mir nochmal Kisten machen, ne? So, ich pack das jetzt hier auch einfach rein. Kisten behalte ich. Den Salat. So. Ja, ich denke, jetzt hast du ein bisschen Platz und dann kannst du... So, mach ich mir zwei Kisten. Weil dann kann ich die mir nämlich hier hinten auch noch hinstellen, ne? Oder stellst du doch ums Eck sozusagen. Ah. Ja, genau. So. Jetzt muss ich mir gleich schon wieder... Wasser noch. Oh, die brauchen nie wieder was. Oh, wie schön ist das denn? Die Lamas brauchen nichts. Die brauchen jetzt nur noch einen fünften in der Mannschaft und dann geht's los. Tja. Ich meine, ich hätte doch der letzte irgendwo ein Lama gesehen. Noch. Was hier... Umge... Ja, ich bin mir nicht sicher. Irgendwo war eins, ja. Aber ich glaube, das hast du schon eingesammelt gehabt, dann. Und warum ist das dann nicht auf meinem Hof? Ja, das ist ja schon das vierte, sozusagen. Ach so, du meinst, ich habe noch kein fünftes Lama gesehen. Ja. Achtung. Sag mal. Also die Dinger, die gehen mir richtig auf die Nerven. So, bevor du mir saublöd kommst. Mach ich mir erstmal hier den Weg frei, ne? Und guck, was hier so alles drin rumlungert. Und da könnte ich... Hätte ich Kartoffeln mitgenommen, hätte ich mir jetzt auch das Huhn noch mitnehmen können, ne? Da ja. Ist ein Lama, guck da! Ah, ja. Nee, nicht weglaufen, Junge. So nicht. Alter, ich kann aussprühen. So, jetzt kommen wir nochmal zu dir. Haben wir jetzt alle beseitigt oder wartet hier noch einer auf eine Extrapflege? Ich glaube, das war's jetzt. Mir kam es so vor, als ob da zigtausende am rumspucken wären. Ja, es reicht ja, wenn zwei. Ja. So. Perfekt. Kann ich alles ein... Also, daran mangelt es nicht, ne? Nee. So. Dann nehmen wir die Kiste mit. Hallo? Genau. So, du darfst auch mit nach Hause gehen. Sehr schön. Da.
Dafür brauchst du die zwei Kisten, die du eingesammelt hast. Um von der anderen Seite. Ist ja auch nett. Nein, die werde ich. Oder tun die irgendwas auslösen? Nö, ne? Weiß nicht, vielleicht geht dann irgendwie ein Geheimgang auf oder so. Da könnten wir auch mal reingehen, ne? In diese Höhle. Oder ist da überhaupt was? Sieht mal so aus. Also es sieht mal aus, als wäre da mal ein Mineneingang gewesen oder so. Aber ich glaube, ich kann da gar nicht durch, ne? Ja. Okay. Okay, dann komme ich irgendwann wegen dem Huhn dann nochmal zurück. Wegen den Hühnern. Zwei Hühnern, ja. Richtig. Ja, der ist offen, ne? Ja. Ja. Okay. Was ist denn hier? Ja, da kommst du zumindest mal an den Koffer, ne? Ja. So, jetzt seid ihr doch voll einsatzbereit, ne? Sehr schön. Oh, guck dir das an. Honig. Das bedeutet... Kannst du Schweine sammeln gehen? Ja. Warte. Damit die Schweine dir auch... Oh, gehe ich nochmal ganz kurz zu Rudi. Zu Rudis Werkbank. Weil ich mir nochmal angucken will. Ah, Trüffel. Okay, gut. Das heißt, die doppelte Menge zu ernten. Dafür brauche ich... Ein Honig. Einen. Klingt ganz nett. Warte, nein, ich hol mehr. Was ist mit der Kamera los? Ach, weil ich die 2 ausgewählt hatte. Seitlich? Ja, die taucht dann vielleicht auf, wenn die was haben. Ah, ich könnte den... Okay. Also ich glaube, den kannst du sagen, was du gerne... Was sie aufsammeln sollen? Ja. Ja, okay. Weiß jetzt gerade noch nicht was. Ich hole mir jetzt erstmal Schweine. Genau. Eins nach dem anderen. Oh Mann. Also, ich werde hier aus der Arbeit nicht mehr rauskommen. Ja. Aber die Lamas sind jetzt komplett. Die haben ihr Team. Und dann... Oh. Okay. Oh, hier war ein Schwein. Da. Noch ein Schwein. Guck mal, ist direkt in die... Jupp. Hat sich direkt wegteleportiert. Weiß nicht, mit wie viel Schweinen? 5 wahrscheinlich oder sowas pro Stall. Ey. Ich dachte... So. Ich glaube, auf der anderen Seite sind da noch Schweine, ne? Ja. Na komm, mach die Tür auf. Ja, es steht schon 1. Sind sogar noch mehr. Oh Gott, die Schweininvasion. Ich suche mir natürlich das aus, was am weitesten wegsteht, ne? Ja. Schwein! Ach, guck mal. Es hat sogar... Traum. Freut sich sogar schon. So, Ach, guck mal, die haben... Oh, danke schön. Ey... Richtig toll.
Die sind ja schnuffig. Und dann teile ich mit denen natürlich auch die Erdbeeren, ne? So. Ja, klar. Ah, 5 Schweine. Kehre zu Harold zurück. Ui. Sehr schön. Oh ja, stimmt. Napoleon habe ich schon wieder vergessen. Aber ich habe ja einen Schweinestall noch, den ich aufstellen kann. Ja. Hallo, was machen die Schweine? Ja, die... guck. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich um alle Schweine in dieser Gegend gekümmert habe. Gut gemacht, Ellen. Ich bin überglücklich, dass du andere Schweine auf deine Farm locken konntest. Dann, damit hast du dir Harolds Gütesiegel verdient. Ui. Noch irgendwas? Ja, es bringt ja nicht, mit dem nochmal zu reden, ne? Jetzt wollte ich... Da, das hier. 15. Das können wir uns doch leisten. Dann können wir uns den für die Roboter auch mal ein kleines süßes Zuhause. Ja. Kann ich hier... Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Nee, ich muss mit ihm reden, ne? Ja, das sieht so aus. Was machen die Schweine? Was hast du denn noch? Würfel kann ich dir erst später geben. Oh, Marmelade. Einen Brunnen. Brauche ich Marmelade. Also? Ach, ich kann selber Pflanzenfelder dann... Oh, wie geil. Dafür brauche ich Kürbis. Okay. Na gut, dann brauchst du also, Kürbis. Die nächste Sache ist... Eine Erdbeere für eine Marmeladenmaschine. Genau. Und dann, dass ich mir dann Marmelade machen kann für den Brunnen. Damit ich zumindest bei den Feldern dann was hätte. Ja. So, jetzt gehe ich nach Hause, oder? Ja. Und kannst ja deinen zweiten Stall dann bauen. Genau. Und dann, damit man dann, wenn man den Napoleon gefunden hat, dass man den auch... Ach, den bringt man sowieso erst zurück? Ja, mit dir mit oder so. Oh. Du hast auch, glaube ich, noch 2 Hühner zu füttern. Ach, stimmt, ja. Ich muss Hühnerfutter machen. Und ich habe nochmal neue Felder dazu gekriegt. So. Kannst du noch Kürbis... Warte, jetzt tue ich das hier mal wegrecyceln. Ja, und du wolltest Kürbis anpflanzen. Weil du Kürbis brauchst. Wo könnte ich den denn? Soll ich den? Ja, mach doch einfach in die zweite Reihe? Genau. Genau. Mal so reinmäßig machen. So. So, erstmal eine Reihe runter. Sehr schön. Ja, das reicht ja jetzt erstmal, ne? Ja, und Kartoffeln sollte ich mir anpflanzen, oder? Oder du hast, glaube ich, noch welche im... Na. Achso, ja, stimmt. Ich glaube, du hast 10 oder was. Da hole ich mir den Stall. Da kann ich mir das Futter noch mit reintüten. Ja, guck mal, du hast genug Kartoffeln. Für das eine brauchte ich irgendwas, ne? 5 Kartoffeln, 5 Tomaten. Ja, und 5. War das? Dosenfutter. Ah, ja, ja, ja. Dosenfutter. Wo kriege ich denn. Was will ich denn jetzt? Wollt den Schweinestall? Jetzt bring mich doch nicht immer. Dann wolltest du noch für die Würfelbots. Genau. So. Mir geht der Platz aus. Ja,
ich merke es auch, dass man hier eigentlich, also den Plan für selber zu bauen, die Pflanzenfelder, ja, ist eigentlich, ja. Überflüssig, ne? So, jetzt haben wir hier was für die Schweine. Napoleon. Dann auch später hier wohnen darf. Was? So. Guck mal, da kann ich direkt auch eins für die Roboter machen. Soll ich den ja auch irgendwo hinstellen? Halt nie. Wohin damit? Okay, ich hoffe, Schweine, euch macht das ja nichts aus. Da. Die sind richtig knuffig. So, dann kann der hier nämlich auch mal woanders hin. Oh Mann. Gut. Wie ist denn der nächste Plan? Tiere füttern, ne? Ja. Deine Hühner, die noch. Und zwischendurch den Recycler anschmeißen. Genau. Oh Gott. Da. Ah, du wolltest auch Futter haben, genau. Noch jemand ohne? Warte mal, ich muss mal kurz in die Kiste mal oben gucken. Was habe ich denn hier alles drin? Okay, gar nichts, was ich gerade brauchen kann. Das ist toll. Es ist sehr schön. Eine Erdbeere. Ich muss mir eine Erdbeere mitnehmen. Wo habe ich mir denn jetzt? Oder habe ich alle ver... Okay, es kann sein, dass ich keine Erdbeeren habe. Aber dafür habe ich Saat bekommen. Heißt... Schmeiß mir hier einfach jetzt mal Erdbeeren hin. Eine hätte ich noch gebrauchen können, ne? Ich sehe schon wieder alle verbraten, die Erdbeeren. Schade. Ach, guck mal, hier habe ich doch noch Erdbeersaat. Da kann ich mir doch... Könnte ich mir überlegen, ob ich mir noch eine Reihe Erdbeeren anpflanze. Na. Und so. Da müsste ich eigentlich mal wieder genügend Erdbeeren haben. Aber kein Wasser. Sehr schön. Hätten wir das doch jetzt auch mal erledigt. So, das ist fertig. Voilà. Da wollte ich eigentlich nicht hin. So, jetzt werde ich mich gleich hinlegen und mal Energie auffüllen. So. Perfekt. Ah, guck mal, und schon sind die... Da habe ich doch wieder eine Erdbeere. Sehr schön. Ah, guck mal, die kann ich auch...
So sieht doch das Feld wieder etwas besser aus. Na, ich muss mit dem Zielen dann auch irgendwie mal besser arbeiten, damit ich auch besser gießen kann, ne? Und Sprinkler wären ja eigentlich auch keine so schlechte Idee, ne? Na. So. Alles gegossen. Ich glaube, ich werde die Eier wann anders einsammeln. Der Honig, den werde ich mir eintüten. Und Trüffel. Trüffel brauche ich. Aber wie gut, dass wir jetzt Schweine haben, ne? Was wollt ihr? Futter. Klar. Noch ein Schwein? So, 3, 4, 5. Gut. Ich glaube, den Trüffel brauche ich auch für hier, ne? Ja, perfekt. Ah, nein. Oh, jetzt fehlt mir die Währung. Ja, sehr schön. Dann muss ich mir das mal dingsen. Mit Futter, ne? Kann alles Mögliche machen, ne? Weiß nicht, wie viel bringen mir denn die Eier? Bringen die mir was? Oder sollte ich eher vorher was draus kochen, oder? Erhöht Sprint. Hey. Ach komm, ich mach Spiegelei. Jetzt erstmal. Kann ich denen dann auch Hüte aufsetzen? Probier ich jetzt mal aus. Tatsächlich. Ach komm, wir nennen es Rudi, oder? Geben wir auch. Und dafür brauchen die natürlich Batterien. Oder wollen baden. Jetzt, du musst auch stehen bleiben. Sonst kann ich... Ah ja. Deswegen ist er weggelaufen. Nee, du hast da überhaupt gar kein Wasser dabei. So, jetzt hole ich mir aber trotzdem noch von der... Kann ich denn da? Weltkarte. Dorf. Dann gehe ich halt da mal hin. Weil ich will ja jetzt die Marmeladenmaschine haben. Wo bin ich? Ach, ich bin hier hin. Also den Weg hätte ich auch laufen können, ne? Ach, guck mal, hier. Gerade wo ich dich sehe... Kriegst du auch eine Batterie. Bäume wachsen auch schön. Also Apfel ist damit dann auch im Überfluss da, ne? Brauche ich noch die anderen Baumsorten. Wie Pfirsich. Orange, glaube ich.
Warte, dafür habe ich... Oh, ich könnte mir den... Aber ich sollte vielleicht auch das... Die... Ding sparen, ne? Bringen die dann mehr? Honig? Hey. Ich weiß nicht. Ach. Ich brauche das jetzt nicht. Ich gucke jetzt nochmal nach, was alles so auf dem Plan steht. Giftbäume, da fehlen mir noch 4 Stück. Und den Napoleon retten. Und das müsste ja irgendwo hier im Untergrund sein, ne? Hm. Das habe ich befürchtet, dass sie erst spät kommt, die Orange. Naja, ich muss mich dann erstmal gedulden, bis das alles... War ich hier eigentlich schon drin? Ja, ne? Wer ist nicht hier drin? Der Napoleon, ne? Der ist da in dem anderen, glaube ich, oder? Napoleon! Nee, der ist hier nicht drin, sonst wäre der hier das letzte Mal gestanden, ne? Eieiei. Okay, dann werde ich mir den Trüffel erstmal... die Konservierungsmaschine aufheben. Ja, danke für den Tipp. So. Dann werde ich mich da sofort hinbeamen. Dann müsste das ja theoretisch schon fertig sein mit dem Spiegelei, oder? Oh, 32, wow. Okay, dann werde ich jetzt den Trüffel da mal reinlegen. Aber der braucht ja noch ein bisschen. So, was habt ihr mir denn jetzt hier? Tomaten. Guck mal. Ist das nicht wunderschön? Hier habe ich jetzt wieder frische Erdbeeren. Mhm. Damit da du Marmelade machen kannst und so weiter. Ja, aber das werde ich noch abwarten müssen. Ich brauche nämlich für den Rudi, damit ich mein ja. Fried hier, diesen Dingsbums, verbessern kann, brauche ich mehr Währung. War 375. Aha. Ja, und ich habe erst 158. Ja. Dann brauchst du wohl noch welche. Aber guck mal, ich habe schon dem ersten Schwein einen Namen gegeben, Rudi, und den Bananenhut. Ja. Jo. Aber ich denke, ich werde einen Feierabend-Dingsbums hier machen. Ja. Jo. Das war's für heute Vormittag. Schön, dass du da warst, Puh, Oliver. Und danke für die vielen Tipps und so. Also. Ja. Also was? Fand ich toll. Passt immer gut. Und ja, heute Nachmittag, ne? Ja. Heute Nachmittag sind wir auch wieder am Stream und zwar Quest Hunter spielen wir. Und ja, wenn ihr noch andere Dinge sehen wollt, schaut am besten auch auf unserem YouTube-Channel vorbei. youtube.com/CalibGurve. Da gibt es nämlich noch Sims Let's Plays und Wimmelbildspiele und noch vieles mehr zum Gucken. Und ja. Ja. Twitter. Ja, ich bin auf jeden Fall immer froh, wenn es Tipps gibt. Weil, ich meine, es kann helfen. Ich weiß, dass es auch welche gibt, die dann sagen, ey, ich brauch das nicht, lass mich. Ich kann das alleine. Aber meistens ist es trotzdem ganz vorteilhaft, wenn man halt jemanden hat, der halt sagt, ey,
mach das doch lieber so zuerst, weil das später dir dann mehr hilft oder so, weißt? Also ist man schon, also ich bin da immer dankbar, wenn da Tipps kommen. Also ja, nochmal vielen Dank. So, dann wünsche ich dir und auch den anderen noch einen schönen Vormittag. Bleibt gesund und seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Tschüss.